WDR 5. Das Philosophische Radio. Mit Jürgen Wiebicke. Freunde der Weisheit, guten Abend. Uns Menschen gibt es erst seit ein paar Sekunden. Jedenfalls dann, wenn man die Geschichte der Erde auf einer Uhr darstellen wollte. Vor 4,5 Milliarden Jahren hat ohne uns alles angefangen, aber mit uns ist alles anders geworden auf diesem Planeten. Wir leben in der Menschenzeit, im Anthropozän. Dieses Wort macht seit ein paar Jahren die Runde. Und wer Anthropozän sagt, vergleicht das Handeln des Menschen in seiner Wirkung mit geologischen Epochen. Selbst dann, wenn es uns Menschen auf dieser Erde längst nicht mehr geben wird, bleiben unsere Hinterlassenschaften, platt gesagt, unser ganzer Müll. Heute ist der WDR 5 Thementag Natur und da wollen wir mal versuchen, die Verhältnisse zu klären. Sind wir Teil von Natur oder käme die Natur besser ohne uns klar? Sind wir Retter oder Zerstörer dieses schönen Planeten? Und was ist von dieser Idee des Anthropozän zu halten? Sie können sich gern melden unter 0800 5678 und 3x5 und Sie können auch schreiben an philo@wdr.de. Und zu Gast ist heute Abend der Wissenschaftsjournalist Christian Schwägerl, der wesentlich dazu beigetragen hat, den Begriff Anthropozän in Deutschland bekannt zu machen. Guten Abend, Herr Schwägerl. Hallo, Herr Wiebicke. Diese besagte Uhr mögen Sie nicht, die uns klar macht, dass wir erst so kurz da sind. Ja, also die geologische Uhr, die uns zeigt, dass wir auf einem Planeten, der 4,5 Milliarden Jahre alt ist, ungefähr leben und auf dem wir als Spezies Homo sapiens eben vor 200.000 Jahren aufgetaucht sind, also buchstäblich in genau dieser Sekunde, die ist schon sehr hilfreich. Wo ich es problematisch finde, ist, wenn man diese Uhr so verwandelt in diese berühmte Weltuntergangsuhr. Es ist 5 Minuten vor 12, den Eindruck erweckt, dass sozusagen das Ende der Zeit oder das Ende aller Tage vor uns liegt. Ich glaube, dass gerade die Anthropozän-Idee uns dabei helfen kann, den Blick für eine tiefe Zukunft zu entwickeln. Ja, das wird unsere Aufgabe in dieser Stunde sein, das klarzumachen. Aber wir sollten von Ihnen am Anfang die Geschichte hören, wie nämlich von einem Chemie-Nobelpreisträger dieser Begriff überhaupt in die Welt gekommen ist. Ja, ein faszinierender Mann, Paul Crutzen, dem wir sehr viel verdanken. Jeder, der heute die Sonne genossen hat, das noch im Freien tun konnte, hat letztlich was mit Paul Crutzen, eben dem Mann, der die Anthropozän-Idee mitgeprägt und entwickelt hat, zu tun. Der hat nämlich in den 70er Jahren schon angefangen, die Ozonschicht, die unseren Planeten wie eine schützende Hülle umgibt und uns vor gefährlicher Strahlung aus dem Kosmos schützt, eben zu erforschen und hat eben auch schon herausgefunden, dass es Substanzen gibt, die dieser Ozonschicht Schaden zufügen können. Und Paul Crutzen war maßgeblich daran beteiligt, diese Substanzen, später dann hat man gefunden, eben die FCKWs, die in so Sprays und so benutzt worden sind, zu identifizieren und auch dazu beigetragen, dass die gefährlichsten eben verboten worden sind. Und dieses Erlebnis hat ihn so zutiefst erschüttert, dass quasi Sachen, die wir eigentlich mit guten Absichten erfinden, die Grundlagen des Lebens infrage stellen können. Und daraus hat er dann angefangen, eben lange Listen anzufertigen, was wir Menschen mit der Erde, auf der Erde, in der Erde machen. Mhm. Und im Jahr 2000 ist ihm dann bei einer wissenschaftlichen Tagung eben dieser Begriff mehr oder weniger rausgerutscht und hat die anderen Wissenschaftler, Geologen, Biologen, Biosphärenkundler total erstaunt und beeindruckt. Und seither ist dieser Begriff in der Welt und wird jetzt wirklich, eigentlich schon rund um den Globus, kann man sagen, diskutiert. Und Ihre Überzeugung ist, ja, dass man mit diesem Wort vielleicht nicht die Welt verändern kann, aber zumindest den Blick drehen kann. In welcher Weise? Ja, also muss man vielleicht nochmal sagen, was Anthropozän heißt. Das Wort besteht ja aus zwei Bestandteilen. Anthropos, der Mensch, und das Zähn, das ist eine Silbe aus der Geologie, die immer die jeweils neueste Erdepoche bezeichnet. Und wir leben heute offiziell quasi in der geologischen Zeitrechnung im Holozän, das hat mit dem Ende der letzten Eiszeit begonnen. Und Anthropozän heißt eben, dass die Veränderungen, die der Mensch auf ungefähr der Erde... wie viel? 11.000 Jahre, glaube ich. Ja, 11.600 Jahre, genau. Mhm. Vorher gab es das Pleistozän, die Eiszeit, da gab es auch schon Menschen. Und noch vorher Pliozän, Miozän und so weiter und so fort, bis man dann irgendwann auch bei den Dinosauriern ankommt und noch tiefer bis zu den ersten Vielzählern und so weiter und so fort.
Auf jeden Fall heißt Anthropozän, dass die Umweltveränderungen, die wir Menschen bewirken, nicht nur tiefgreifend sind, das wusste man eigentlich schon im 19. Jahrhundert mit den rauchenden Kohleschloten und so weiter und so fort. Und nicht nur global, das ist eine Erkenntnis, die so im 20. Jahrhundert mit dem Umweltbewusstsein gereift ist, mit diesem ersten Blick auf die Erde aus dem Weltall in den späten 60er Jahren, sondern eben extrem langfristig und grundlegend. Eben so, dass wenn wir Menschen verschwenden, nicht einfach der Status quo von vorher wieder zurückkommt, sondern eine neue Erde entstanden ist. Und das ist einfach eine Erkenntnis, die uns dabei helfen sollte, unseren Blick auf unseren Platz in der Natur neu zu definieren. Und ich glaube, dafür kann die Anthropozän-Idee sehr hilfreich sein, vor allen Dingen auch unsere Verantwortung wahrzunehmen und den gewaltigen Hebel, den wir haben, indem wir die Erde der Zukunft im Moment gestalten, zu erkennen. Nun gibt es Fachleute, die darüber streiten, ob das ein kluger Begriff ist und falls man den Begriff Anthropozän akzeptiert, wann genau das denn anfängt. Und bevor wir das anschauen, will ich mal sagen, was mir in der Vorbereitung aufgefallen ist, nämlich der Satz eines Geologen, der behauptet hat, und ich habe es überhaupt nicht verstanden, dass die Erfindung der geologischen Zeitskalen, also genau das, was Sie vorhin kurz vorgetragen haben, die Erdgeschichte in Epochen einzuteilen, dass das die größte Erfindung der Menschheit sei. Warum ist es so wichtig, dass wir über eine solche Zeitskala geologischer Art verfügen? Was ist der Clou daran? Ja, ich glaube, der Clou ist, dass wir dadurch überhaupt erst erkennen, wo wir stehen heute. Es ist doch so, dass das ist ja die Erkenntnis, wie alt die Erde ist, die ist ja noch relativ jung. Noch vor 300 Jahren hat ein französischer Wissenschaftler, Comte de Buffon, mit der Behauptung, die Erde sei 80.000 Jahre alt, eine gewaltige Provokation ausgelöst. Und diese erdgeschichtliche Dimension, die uns die Geologie erschließt, die macht uns deutlich, was alles vor uns passiert ist. Das sind sehr junge Erkenntnisse, die ganze Evolutionsgeschichte. Und wichtig an der geologischen Zeitskala ist ja, da geht es nicht nur um Steine, sondern da geht es auch um die gesamte Geschichte des Lebens. Also ganz wichtige Einschnitte auf dieser Skala sind zum Beispiel die Entstehung vielzelligen Lebens, ja, oder die Ausrottung von einem Großteil der zum bestimmten Zeitpunkt lebenden Tier- und Pflanzenarten. Und das heißt, unser Leben selbst auch ist sehr stark mit dieser geologischen Zeitskala verbunden. Alles, was wir heute sind, wird dort quasi wiedergegeben. Und es ist eine Art Buch der Erde, in dem wir lesen können. Und dieses Buch ist unterteilt in Kapitel und Unterkapitel. Ja. Und das sind diese Einteilungen. Und das macht es so hilfreich für uns. Und bei denen, die sagen, Vorsicht mit diesem Anthropozän-Begriff, steht ja, glaube ich, der Gedanke hinter, dass sie sagen, also dieses Holozän, in dem wir uns momentan bewegen, diese 11.600 Jahre, die sind ja eigentlich auch, wenn man schon in solchen Riesenzeiträumen denkt, eigentlich ein Fliegenschiss. Ja, absolut. Hat gerade erst angefangen und da können wir jetzt nicht schon sagen, die nächste Epoche beginnt. Naja. Klar könnte man das jetzt, wenn man rein von der Dauer her denkt, könnte man das natürlich sagen. Aber es geht ja darum, was ist denn passiert? Was ist in den letzten 200 Jahren passiert? 200 Jahre Industrialisierung haben dafür gesorgt, dass auf der ganzen Erde heute zum Beispiel neuartige Materialien verteilt sind, geologische Materialien, Metalle und vieles mehr, die vorher nicht da waren, haben dazu geführt, dass wir Menschen uns mit der Kraft des Öls und anderer fossiler Brennstoffe auf der ganzen Erde ausbreiten konnten und gewaltige städtische Strukturen geschaffen haben, die ja auch so eine Art Geologie-Charakter haben. Die ganzen Steine und das Glas und die Metalle, die wir in unseren Städten versammeln, haben dazu geführt, dass künstliche Elemente erzeugt worden sind durch die Nutzung der Kernenergie und sich in der ganzen Biosphäre verbreitet haben. Haben dazu geführt, dass unser Ozean voll mit Plastik ist, haben neue Lebensformen hervorgebracht und vieles mehr. Und in der Geologie geht es nicht nur langsam zu. Also denken Sie an den Vulkanausbruch, der ist auch sehr schnell und gewaltsam, oder Erdbeben, die einen Tsunami auslösen. Und letztlich ist es schon so, dass wir Menschen mit einer unglaublichen Geschwindigkeit eben die gesamte Geologie und Biologie des Planeten verändern. Und da kann man sagen, ja, Holozän erst 12.000 Jahre,
Aber vielleicht liegt sowas vor wie eine Art Beschleunigung der Veränderungen auf der Erde. Und da wird es dann auch philosophisch, wenn man sich fragt, was steckt da eigentlich eben für eine Message drin. Gut, dass Sie das sagen, denn Sie sind nun einer, der wesentlich dazu beigetragen hat, dass das nicht allein ein Fachbegriff für Geologen geblieben ist, sondern eben inzwischen auch über alle Fakultäten hinweg diskutiert wird. Also jetzt Ihre Begründung. Warum gehört die Anthropozän-Idee ins philosophische Radio? Weil es eine Entgrenzung ist, die ganz stark die Philosophie berührt. Wir haben, glaube ich, in der Geschichte der Philosophie auch eine sehr starke Unterteilung zwischen Natur und Mensch, zwischen Natur und Technologie. Eine Trennung. Eine Trennung, genau, eine Auftrennung, beginnend mit Descartes und intensiviert durch andere. Und das Anthropozän durchbricht diese Aufteilungen, diese Trennungen, indem es sagt, dass Zivilisation heute eine neue Form von Natur darstellt und dass letztlich heute Natur eine Art kulturelles Produkt wird und umgekehrt die Kultur die Gestalt von Natur annimmt, indem wir zum Beispiel Städte bauen, die so an der chinesischen Küste, die sich über hunderte Kilometer, 1500 Kilometer erstrecken, dass sie quasi durch die schiere Ausdehnung Natur darstellen, eben eine neue Form von Natur. Und die Anthropozän-Idee durchbricht diese künstlichen Auftrennungen unserer Welt und bietet an, das Ganze mal aus einem Guss zu denken. Das muss man sich klar machen, was Sie uns da gerade sagen, denn üblicherweise denken wir, dass wir Natur erleben, wenn wir zum Beispiel in den Alpen sind und dann vielleicht noch mit der Seilbahn hochfahren und dann Zivilisation hinter uns lassen und hochsteigen in Sphären, in die der Mensch eigentlich gar nicht hineingehört. Ja gut, aber diese Idee der eben unberührten Natur, die ist fast am Verschwinden, weil wir erleben das Entstehen einer berührten Natur. Selbst wenn Sie ins Hochgebirge fahren, werden Sie zum Beispiel noch Anzeichen des nuklearen Fallouts messen können. Sie werden dort sowieso viele Anzeichen menschlichen Handelns sehen. Sie werden sich in der Atmosphäre bewegen, die wir Menschen mit einer unglaublichen Geschwindigkeit verändert haben, dadurch, dass der Kohlendioxidgehalt sich seit der industriellen Revolution, seit dem Beginn von 260 ppm auf jetzt über 400 in Richtung Verdoppelung entwickelt hat und vieles mehr. Das heißt, wir leben in einer Welt, wo uns eigentlich überall, selbst wenn wir meinen, wir sind in unberührter Natur, Zeichen menschlichen Handelns begegnen. Und das, was uns da begegnet und wenn es dann eben die sich unberührt anfühlende Alpennatur ist, dann steht dahinter auch eine menschliche Entscheidung. Zum Beispiel, dass man einen Nationalpark in den Alpen geschaffen hat und dort kein Wasserkraftwerk gebaut hat, wie im Nationalpark Hohe Tauern. Also auch eine menschliche Entscheidung. Das heißt, wir sind auf dem Weg zu einem Planeten, auf dem menschliche Entscheidungen alle Systeme des Lebens und der Geologie und auch der Physik, der Erde, der Atmosphäre durchdringen. Und das ist so eine Art Kulturalisierung des gesamten Planeten. Sandro Rees hat geschrieben an philo@wdr.de, jemand sagte mal, mit mehr Macht kommt mehr Verantwortung. Wenn der Mensch also immer mehr Macht über die Natur hat, so hat er auch mehr Verantwortung. Verantwortung setzt aber Vorhersehbarkeit voraus. Da natürliche Phänomene sehr komplex werden können, ist es schwierig, die Folgen abzuschätzen. Ist es verantwortungslos, in die Natur einzugreifen, wenn man nicht in der Lage ist, die Folgen abzuschätzen, fragt Sandro Rees. Ja, sehr wichtige Frage. Ich glaube, wenn man immer wissen wollen würde oder wissen müsste, was passiert, dann wären wir zum Nichtstun verurteilt. Aber da steckt natürlich ein wichtiger Punkt drin und der wird durch das Anthropozän nochmal geschärft. Wenn wir erkennen, und es ist übrigens gar nicht so eine abstrakte Frage. Das fängt mit der täglichen Autofahrt an. Wir haben ja gerade alle in den Nachrichten gehört, 500 Kilometer Stau. Wenn Sie sich mal vorstellen, dass die Menschen, die jetzt sich aufs Pfingstwochenende freuen und dann in ihr Auto klemmen, die sitzen in Autos, die aus geologischen Rohstoffen hergestellt worden sind, die um die Welt transportiert worden sind, die von allen Kontinenten wahrscheinlich stammen. Die sitzen in den Autos und verbrennen Öl, das irgendwo im Golf von Mexiko oder in Nigeria oder in Russland gefördert worden ist, aus der Erde rausgeholt worden ist. Und die verbrennen das und erzeugen damit eine Atmosphäre,
die in 50.000 Jahren noch verändert sein wird, weil so lange, mindestens so lange wird der menschgemachte Klimawandel spürbar sein. Wie viele Jahre haben Sie jetzt gesagt? 50.000 Jahre. 50.000 Jahre. Ja. Mhm. Also das heißt, Anthropozän ist jetzt auch nicht wirklich sowas Abstraktes, sondern das ist ganz stark mit unserem Alltagsleben verbunden. Also unsere Ernährungsentscheidungen, unsere Reiseentscheidungen, welche Kleidung wir kaufen und vieles mehr, unser Konsumverhalten insgesamt, beeinflusst ganz stark mit, wie dieses Anthropozän verläuft. Und genau da kann ich dem Hörer nur recht geben, dass hier auch eine Verantwortung entsteht. Und die muss nicht unbedingt heißen, dass man alles weiß, was kommt. Die könnte auch in der Erkenntnis bestehen, unsere Wirkung von dem, was wir im Alltag tun oder was Politik tut oder was Wirtschaft tut, die ist so groß, dass wir in Anerkenntnis dessen, dass wir die Folgen nicht abschätzen können, demütiger, vorsichtiger umgehen und zum Beispiel ein Grundprinzip entwickeln. Das heißt, wir müssen den Menschen, die nach uns leben, einen großen Entscheidungsspielraum lassen, eine möglichst große Bandbreite von Optionen schaffen, sich zu entscheiden. Was also zum Beispiel nicht so ist, wenn man ihnen eine Welt hinterlässt, die total klimagestresst ist und überhitzt ist, in der die Ozeane aufhören, Leben zu bergen, weil die Korallenriffe absterben und so weiter und so fort. Das ist eine Welt, in der die Entscheidungsbreite und Vielfalt der künftigen Menschen schrumpft. Und ich denke, das wäre ein ganz wichtiges Anthropozän-Prinzip, eben nicht zu sagen, ich kann alles vorausberechnen oder ich schreibe den Menschen der Zukunft vor, wie sie zu leben haben, sondern zu sagen, ich versuche mich so zu verhalten, dass eine möglichst große Breite und Vielfalt von Entscheidungsoptionen entsteht. Ja, wir werden nachher auf jeden Fall noch darauf zu sprechen kommen, ob die Verfechter des Anthropozän-Begriffs automatisch Pessimisten sein müssen, weil ja der Begriff selber aus einer Schadensbilanz resultiert. Aber vielleicht als Vorlage, denn es gibt einige Stimmen, die in diese Richtung gehen. Das, was Christiane Kirst geschrieben hat, da steht, wir haben innerhalb kürzester Zeit es zu einem massenhaften Artensterben gebracht, haben inzwischen über 90% des ursprünglichen Oberflächenbewuchses zu unseren kurzfristigen Gunsten verändert und unsere Anzahl an Individuen dank einer landwirtschaftlichen und medizinischen Revolution innerhalb von 100 Jahren versechsfacht. Da aber die Ansprüche der Menschen genauso rasant steigen wie die unzähligen Probleme, prognostizieren immer mehr seriöse Wissenschaftler ein düsteres Zukunftsszenario. Der akuten, schwerwiegenden Probleme sind inzwischen so viele geworden, dass naiv ist, wer denkt, wir kriegen das schon noch in den Griff. Denn leider werden wir noch immer nicht von der Vernunft gesteuert, sondern vom uralten Primatenhirn, meint Christiane Kirst. Ja, spannender Ansatz. Wobei man natürlich auch sagen könnte, dieses uralte Primatengehirn macht uns natürlich auch zu einer eigentlich sehr sozialen Spezies. Und ich denke, und auch zu einer sehr lernenden Spezies. Ohne die Fähigkeit zum Lernen und zum gemeinsamen Lernen wären wir ja nicht auch in der positiven Situation, die wir heute sind, mit einer auf faszinierende Weise technologischen Gesellschaft und mit einer weltweiten Kommunikation und viel mehr. Und ich glaube, es geht darum, diese positiven Kräfte noch viel stärker auszunutzen. Aber was natürlich wirklich das Problem, das sehr gut beschrieben ist, ist, dass wir heute immer noch diese ganzen Zahlen, die genannt wurden, die sind ganz wichtig, die landwirtschaftlichen Flächen, wie stark die sich erstrecken über die Erde und so weiter und die Ressourcen, die wir verbrauchen. Und das alles ist immer noch ein Ausdruck von diesem, was ich Holozän-Denken nennen würde, dass um uns herum irgendwie diese Umwelt ist, aus der heraus wir uns bedienen können und in die wir dann die Abfälle quasi entsorgen können. Und deswegen stehe ich inzwischen auch dem Umweltbegriff selber so ein bisschen kritisch gegenüber, weil eigentlich, und das hat der Geologe Reinhold Leinfelder mal schön gesagt, es geht eigentlich heute um eine Unswelt, also in der wir Menschen eben integraler Bestandteil sind und in der wir nicht mehr sagen können, da nehmen wir es raus und da entsorgen wir es hin, sondern es kommt alles zurück. Und das ist das Neue dieser Anthropozän-Erde. Und da kann man eben auch sagen, indem wir Naturschaden zufügen, fügen wir uns direkt selbst Schaden zu. Ja, wobei man ja sagen kann, all das, was Menschheit geschafft hat, ist Resultat genau dieser Spaltung. Also, dass Menschen sich herausdefiniert haben aus Umwelt und gesagt haben, ich trete dem gegenüber und gestalte es. Man kann ja auch durchaus sagen, dass das für eine Weile hilfreich und okay war. Aber dann geht es darum, im richtigen Moment
zu erkennen, dass es vielleicht in dem Sinn dann eine Illusion war, derer man sich bedient hat zu guten Zwecken, aber die man jetzt aufgeben muss, ganz dringend, weil genau diese Warnungen, von denen Sie gesprochen haben, die sind ja auch nicht irgendwie abstrakt über unseren Köpfen, sondern die betreffen ja direkt unseren Alltag. Also die Frage, wir haben gerade was von überhitzten Flüchtlingshallen gehört, sowohl die Frage von Klimaflüchtlingen in der Zukunft ist wichtig und die Frage, ja, unter welchen Klimabedingungen leben wir in Zukunft auf der Erde? Die Frage, wo können wir eigentlich noch Lebensmittel anbauen in Zukunft für diese vielen Menschen, wenn sich bestimmte Pflanzenkrankheiten rasant ausbreiten unter neuen Klimabedingungen oder die neuen Arten, von denen wir uns gerne entweder Nahrung holen würden oder pharmazeutische Rohstoffe, wenn die ausgerottet worden sind. Ne? Und insofern, ja, klar, es ist viel sozusagen auf Kosten der Natur entstanden, auch an Dingen, die wir zu Recht positiv sehen. Aber jetzt geht es letztlich darum, unsere Zivilisation wieder in dem Sinn heimzuholen auf die Erde, einzubetten in das natürliche Geschehen und da eben mit einer viel größeren Demut ranzugehen als bisher. Drum ist Anthropozän für mich auch nicht so ein Ausdruck von der menschlichen Weltbeherrschung oder sowas, sondern eher eben eine Art Integration der Menschengeschichte in die Erdgeschichte. philo@wdr.de ist die Adresse für Ihre Mails. Und 0800 567 83 die 5, das Telefon. Und Martin Weidner ist dran. Ich grüße Sie, Herr Weidner. Guten Abend. Guten Abend, Herr Wiebeke. Ja, ich finde das sehr schön, dass Herr Schwägerl auch Descartes kritisiert und da auch korrigieren will. Und da würde ich auch mich dranhängen und sagen, ja, da gibt es noch mehr Aussagen, auch von anderen Leuten in der Aufklärung, wo man das sehr stark auch korrigieren muss. Und ich würde ihm aber widersprechen, dass das für eine Zeit lang okay war. Ich denke, das war schon damals falsch und das hat auch schon damals jemand gesehen. Johann Georg Hamann hat vor 230 Jahren schon Mendelssohn widersprochen, dass der Mensch einfach so frei ist, mit der Welt umzuspringen, sondern er sagt, der Mensch ist Pflichtträger der Natur. Und auch das ist keine neue Erkenntnis, sondern und ich denke auch, die ganze Problematik ist gar nicht unbedingt so neu, denn am Anfang der Menschheit war schon die Erkenntnis da, dass das Weltverhältnis sehr problematisch ist. Man muss eben Tiere töten, um zu leben. Und das wurde seriös auch bewältigt und auch mit ethischen Konsequenzen. Und das, denke ich, war von Anfang an da. Das hat man in der Aufklärung einfach nur beiseite geschoben. Was ist das Missverständnis der Aufklärung in Ihren Augen? Dass der Mensch frei ist und Rechte hat und nicht Pflichtträger ist. Ja, finde ich einen ganz wichtigen Gedanken und ich wollte jetzt nur so ein bisschen sozusagen versöhnlich an die Sache rangehen. Aber Sie haben total recht, es gab ja natürlich auch ganz wichtige Ideen, die dem kartesianischen Denken schon früh auch widersprochen haben, wenn man sich nur mal vor Augen führt, dass eben zum Beispiel Alexander von Humboldt schon am Beginn des 19. Jahrhunderts auch von einem Weltorganismus gesprochen hat, wo also alles mit allem verbunden ist. Und dieser Gedanke eben von einer Einbettung, der ist ganz wichtig. Ich meine, was ja zum kartesianischen Denken auch dazu gehört, ist diese Idee des Tiers als Maschine. Ja? Und dass das in eine totale Krise führt, wenn man sich wenn man quasi den anderen Lebewesen, mit denen wir diesen Planeten teilen, das abspricht, eine Subjektivität zu haben, ja, eigene Empfindungen zu haben und eben sie wie letztlich Zombies behandelt. Die Ergebnisse davon sehen wir natürlich heute auf brutale Weise. Und ich würde natürlich absolut sagen, es wäre gut gewesen, wenn sich die Menschheit von den von Ihnen zitierten Gedanken oder von dieser Idee von Humboldt des Weltorganismus oder denken Sie an Élisée Reclus, der gesagt hat, in der Natur wird sich die Erde, im Menschen wird sich die Natur und die Erde ihrer selbst bewusst, wenn sich die Menschheit davon hätte inspirieren lassen, stärker und viel weniger herrscherhaft und diktatorisch aufgetreten wäre. Moment, dass wir es verstehen. Wodurch wird der Mensch sich selbst bewusst? Ja, also Élisée Reclus, ein ganz interessanter Mensch, einer der großen Geografen nach Alexander von Humboldt, hat formuliert, dass der Mensch als Spezies mit seinem Bewusstsein ein Weg ist, auf dem sich die Natur ihrer selbst bewusst wird. Und ich finde diesen Gedanken
sehr wertvoll, weil er eben auch eine Verbindung herstellt zu einem positiven Potenzial, das in der Anthropozän-Idee steckt. Die ist natürlich erstmal, das haben Sie ja, Wiebeke, richtig gesagt, eine fast katastrophische Zeitdiagnose. Also wenn man sich anschaut, eben was da alles einspeist, um zu sagen, wir sind jetzt geologische Kraft. Aber gleichzeitig ist die Anthropozän-Idee diese Wahrnehmung unserer globalen und unserer langfristigen Rolle eben ein Prozess, der über sich selbst reflektiert. Es ist eine Bewusstwerdung unseres Platzes oder unserer Rolle in der Natur und auf der Erde. Und dadurch gewinnt es dann schon auch was Positives. Und Riclü hat das schon Ende des 19. Jahrhunderts so stark formuliert. Das ist doch Projekt Aufklärung. Und Martin Waldner, ausgerechnet die Aufklärung haben Sie jetzt zur Schuldigen für das Desaster erklärt. Ja, genau, da will ich nämlich mal einhaken. Ich glaube nicht, dass es ein Fehler ist, zu sagen, dass man das Ganze mit, ich sag mal, mit Vernunft und gutem Bewusstsein lösen kann, sondern der Mensch ist gar nicht ein vernünftiges Wesen, nicht nur. Und wie wir mit der Welt umgehen, ist ja völlig irrational. Und ich glaube, dass es noch mehr, man muss den Menschen nicht nur als rationales Wesen erfassen. Und das, denke ich, ist das, was seit Beginn der Menschheit eigentlich Menschen wussten und was wir auch wieder erlangen müssen, eine ganzheitliche Sicht. Ja, ganz wichtiger Punkt. Ich denke auch, dass vielleicht ganz viel, was in der Ökonomie ja auch unter rationalem Entscheider und so verstanden wird, natürlich völlig in die Irre läuft. Und das ist ja auch ganz wichtig in der Umweltdebatte insgesamt, dass zum Beispiel Wissenschaftler auch immer gedacht haben, sie müssen nur irgendwelche Klimaprojektionen in den Raum stellen und uns sagen, wenn so und so viel CO2 in die Luft geblasen wird, dann wird es auf der Erde so heißer um so und so viel Grad und dann verändert sich schon die Welt. Und wie Sie richtig sagen, spielen da noch ganz andere Dinge rein. Eben negative Emotionen wie Gier, wie Egoismus, wie Narzissmus, so eine Zeitkrankheit. Nur kann man vielleicht auch, würde ich gerne Ihren Beitrag auch positiv wenden und sagen, vielleicht kann man das auch auf der emotionalen Ebene positiv wenden und zum Beispiel eine sinnlichere Beziehung zu Tieren und Pflanzen stärken in unserer Kultur. Dafür gibt es Ansätze, aber es ist sicher noch ein ganz weiter Weg, um uns wirklich sensibel zu machen für das, was um uns herum passiert. Und für mich ist der richtige Ort dafür zum einen natürlich die Natur selbst, aber auch der Supermarkt. Wenn ich mir vor Augen führe, welche Lebewesen alle dazu beigetragen haben, dass ich da zwischen den Regalen gehen kann, mir Dinge aussuchen kann. Wenn ich mir die ganzen Wege vorstelle von den Tieren und Pflanzen hin zu dem Produkt, das dann bei mir im Einkaufswagen landet, da glaube ich, kann man auch sowas wie eine sinnliche Naturbeziehung und sollte man aufbauen und sich dessen, was man im Alltag tut, sehr bewusst werden. Herr Waldner, danke für Ihren Anruf. Und wo es um die sinnliche Erfahrung geht, dazu passt, was Gunnar Christiansen geschrieben hat aus Ahrensböck. Da steht nämlich, man muss wohl anerkennen, dass es eine direkte Folge der Industrialisierung, insbesondere auch jene der Landwirtschaft ist, dass wir eine von der Natur entfremdete Spezies geworden sind. In unserem Alltag wird uns nicht mehr bewusst, woher unsere Nahrung kommt, das Wasser, das wir trinken oder der Sauerstoff, den wir atmen. Alles ist organisiert, der Tisch immer reich gedeckt. Natur ist da nur eines von vielen Dingen des Lebens, dem wir vielleicht noch auf einem Waldspaziergang begegnen. Wir begreifen uns nicht mehr als Teil der Natur. Vielmehr ist sie etwas Eigenständiges, das außerhalb von uns existiert. Worum wir uns immer wieder bemühen sollten, ist eine Reintegration der Natur in unsere Erlebenswelt. Denn wo jegliche Beziehung verloren gegangen ist, ist der menschlichen Zerstörungskraft wohl kaum beizukommen. Das Anthropozän, meint Gunnar Christiansen, würde nur eine sehr kurze erdgeschichtliche Episode werden. Ja, dieses Anthropozän ist sicher was langfristig messbar wäre, wenn es denn ein Lebewesen auf der Erde gäbe, das überhaupt messen würde. Insofern ist die Warnung, die da drin steckt, natürlich sehr wichtig und gleichzeitig sehe also ich ein intelligentes Wesen, das nicht Mensch Wegen, das ist und dann guckt, genau, was aus uns mal geworden ist und woran wir zugrunde gegangen sind. Genau. Und drum, ja, genau, sinnliches Naturerleben, ganz wichtig, aber
letztlich heute in der Welt von heute, in dieser Anthropozänwelt, ist es auch wichtig, dass wir zum Beispiel, wenn wir uns das Smartphone ans Ohr halten, ja, oder den Computer vor uns haben, vergegenwärtigen, dass dieses Produkt eine unmittelbare Verbindung zum Beispiel zu ungefähr 40 Bergen auf der Welt herstellt oder 40 Bergwerken, weil die Metalle, die da drin verbaut worden sind, aus eben unterschiedlichsten Himmelsrichtungen, unterschiedlichsten geologischen Formationen kommen. Und ich glaube, dass eine neue anthropozäne Art der Naturbeziehung auch darin bestehen kann, sich der Natur gegenwärtig zu werden, die in den technischen Produkten steckt. Und dann wird es oft auch sehr erschreckend. Oder eben, es ist der Ausgangspunkt zu sagen, ich hätte gern einen Computer zum Beispiel, der kompostierbar ist, der sich wieder reintegriert, anstatt in Afrika auf einer Elektroschrotthalde zu landen und die Menschen dort zu vergiften, den man auf den Komposthaufen werfen kann oder eben zu was Neuem wieder zusammenbauen kann. Und dann steckt da ein ganz toller Auftrag drin für eben Wissenschaftler und Ingenieure, eine Technologie zu entwickeln, die eben rezyklierbar ist in umfassendem Sinn, die sich vielleicht auch biologischer Materialien bedient und deswegen besser zur Biosphäre passt als diese harte Technologie, wie wir sie heute erleben. Also, da ist doch die erste Portion Zuversicht bei Christian Schwäger. Mal hören, was Brigitte Burgmann meint unter 0800 5678 und 3x5. Guten Abend, Frau Burgmann. Guten Abend, Herr Bibikow. Guten Abend, Herr Schwäger. Ja, ich habe das jetzt zum Schluss verfolgen können und das passt eigentlich dann ganz gut dahin. Also im positiven Sinne. Vorausschicken muss ich aber, dass ich unbedingt auch denke, dass wir im Anthropozän leben. Ich hatte auch geologische Begründungen. Das ist für mich also einmal die ersten Atomtests und die Bomben in Japan, auf Japan. Oder auch das Plastiksediment, ne? Dass sich wirklich ein neues Sediment bildet, nicht nur da rumschwimmt und so weiter. Auf dem Meeresboden. Ja, das ist vermutlich wirklich ein neues Sediment. Aber unabhängig davon, was mir also immer bei diesen Gesprächen auffällt, ist Folgendes. Es war ja gerade auch von mehr Zuwendung zur Natur. Ich sehe an sich unheimlich viel Verleugnung der eigenen Natur und auch der Natur, wie sie immer noch ist. Unbestritten sind natürlich die Eingriffe, ganz klar. Da ist ja jetzt viel auch drüber geredet worden. Aber vor dem Waldspaziergang sollte man sich ja einfach mal in diese eigene Nase fassen, weil wir sind zuallererst, finde ich, Naturwesen. Dann kommen wir als Kulturwesen und solche, die also diese Wahnsinnstechnologien geschaffen haben und dadurch auch dann die Natur ausbeuten, wovon gerade die Rede war, mit den seltenen Erden etc. etc. Aber wir funktionieren in jeder Zelle, in jedem Organ nur aufgrund der gesamten Evolution und jedes Tier und jede Pflanze auch. Da braucht man nur also die Pflänzchen in der Pflasterfuge angucken, die schaffen es immer. Aber ist es nun ausgerechnet der Gebrauch von Vernunft, der uns klar macht, dass wir Naturwesen sind? Wir geraten ja da schnell in einen Widerspruch rein. Ich glaube, das ist eine emotionale Bearbeitung oder eine psychologische Bearbeitung, weil die Leugnung, dass wir Naturwesen sind, das wird ja auch immer so unterschieden, da ist die Kultur und da ist die Natur. Und da fällt auch auf, wenn man genau hinhorcht, ist meistens von der landschaftlichen Natur die Rede. Ja. Und wir sind davon getrennt. Das war die alte Spaltung. Wir haben eine große Kunstgeschichte der Landschaftsmalerei. Da ist der Mensch dann vielleicht drinne, aber so wie ich das meine, dass unser Körper ist Natur und Gott sei Dank funktioniert der auch. Mhm. Ja? Und alle die anderen Lebewesen, selbst wenn sie geschädigt sind, sie haben also gerade die Pflanzen oder so riesige, schnelle Anpassungsmöglichkeiten. Das wird ja auch beobachtet. Aber das ist erstmal alles, was uns umgibt und wir aber inklusive, ja, wir sind nicht so außen vor, wie das immer gesehen wird. Und das ist psychologisch betrachtet für mich die Leugnung von Natur. Ja, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, dass letztlich auch die Biologie als Disziplin und ja auch aus meiner Sicht einer der Philosophie sehr nahe Disziplin dazu beitragen könnte, da genau dieses Bewusstsein zu entwickeln. Also zum Beispiel, dass mein Körper eben aus Atomen und besteht, die ja seit diesen 4,5 Milliarden Jahren auf der Erde zirkulieren. Also ein Mosaik ist quasi das schon durch ganz viele Lebewesen gewandert.
ist und gut, die ganze Nahrung, die wir zu uns nehmen, Pflanzen, Tiere ja sich dann in unserem Körper manifestieren. Irgendwie haben wir da so mentale Schranken im Kopf, die uns vor sowas schützen. Jetzt war es aber zum Beispiel die Biologie, die in den letzten Jahren dazu beigetragen hat, zu erkennen, dass wir zum Beispiel als eben, wie Sie sagten, als Naturwesen gar nicht nur Mensch sind, sondern dass ein unglaublicher Teil unseres Körpers aus Bakterien besteht, die dann nicht nur passiv sitzen, sondern die auch zum Beispiel Einfluss auf unser Verhalten finden, also zum Beispiel Hungergefühle mit beeinflussen können und anderes mehr. Dass wir also so eine Art Korallenriff letztlich sind, das nicht nur aus menschlicher DNA besteht, sondern eben auch aus bakteriellen Lebensformen. Und da werden dann die Grenzen eben schon viel offener. Und ich glaube auch, dass die Biologie jetzt stärker dran gehen sollte, diese ganze Ingenieurs- und Maschinenmetapher, die Descartes begründet hat. Wir sind Maschinen sozusagen, das Leben ist eine Maschine, mal umzudrehen und zu sagen, eine Maschine ist vielleicht eine ultraprimitive Form von Leben. Und das Leben selbst ist eben viel komplexer. Wir haben es noch nicht mal ansatzweise verstanden. Und daraus eben zum einen diese Einbettungsidee von Mensch in Natur oder Mensch als Natur zu entwickeln und aber auch einen noch viel stärkeren Respekt vor den Lebensprozessen. Und ich glaube, das Anthropozän kann uns wirklich dabei helfen, diese Verbindungen wahrzunehmen und dann auch positiv zu verstärken. Wobei es auch Leute gibt, die diesen Anthropozän-Begriff, aber darüber werden wir nach der Musik sprechen, Herr Schwägerl, so deuten, dass man auch die ganze Welt als eine Maschine auffassen kann und dass man eben dann mit Ingenieursdenken die ganzen Probleme, die damit verbunden sind, lösen kann. Das wird schiefgehen, das kann ich jetzt schon sagen. Ja, das mal als erster Happen, den Sie uns hinwerfen. Wer sich beteiligen möchte, 0800 5678 und dreimal die 5 und danke Ihnen, Frau Burgmann.
Nächsten Freitag meldet sich das Philosophische Radio von der Phil Cologne vom Festival. Der Abend ist aber schon ausverkauft, deswegen der Hinweis auf den großen Abend der Utopien am nächste Woche Samstag im großen Sendesaal, da ist auch mehr Platz. Und da wollen wir uns genau 500 Jahre nachdem Thomas Morus seinen aufsehenerregenden Roman über die Insel Utopia geschrieben hat, von den Menschen, die ganz anders leben, wollen wir uns die Frage stellen, wie es eigentlich sein kann, dass unser Denken, was das Utopische angeht, so versackt ist, dass uns überhaupt nichts mehr einzufallen scheint, wie ein besseres Leben und eine bessere Welt oder auch eine bessere Gesellschaft möglich ist. Das ist das Thema des großen Abends der Utopien. Peter Zuleik wird dabei sein, Harald Welzer wird dabei sein, Ottfried Höffe kommt, der Slammer Quichotte, und ich würde mich freuen, wenn Sie natürlich auch dabei sind. Karten gibt es auf Phil Cologne und bei diesem Festival übrigens auch ein Abend über die Idee des Anthropozän mit meinem heutigen Gast, mit Christian Schwägerl. So, nun sind wir bei der Frage von Frank Muschalle in Kreuzberg, der nämlich geschrieben hat: Maskiert der Begriff Anthropozän nicht lediglich auf neue Art den menschlichen Größenwahn, nur diesmal mit negativem Vorzeichen, vielleicht auch ein depressives Verhältnis zur Natur? Sind wir Menschen die erste Gattung, die ihre Umwelt nachhaltig gestaltet oder meinetwegen verunstaltet haben? Gehen die übrigen Gattungen alle etwa pazifistisch miteinander um? Was wir für schöne Natur im Einklang halten, entzaubert sich bei näherem Hinsehen doch als Jagen und Gejagtwerden. Wir halten uns mit unserer Kulturlandschaft in einer Art Vorneverteidigung auf Abstand. Das tun nestbauende Tiere auch, halt nur nicht so dominant wie wir. Die Erde mit ihrer Biosphäre ist während ihrer gesamten Geschichte im Wandel gewesen. Wir wandeln mit, ja, aber wir zerstören werden wir sie nicht. Wir zerstören höchstens unsere eigenen Lebensgrundlagen. Damit aber wird der Begriff Anthropozän zum Verweis auf sich selbst, meint Frank Muschalle. Ja, sehr schön formulierte Gedanken, auch ganz wichtig, die Frage des Größenwahns. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, dass darin nicht steckt, dass wir Menschen jetzt die dominante Kraft der Natur sind und alles andere nach hinten tritt. Wir leben eigentlich auf einem Planeten, auf dem die Bakterien das Sagen haben, wenn man wissenschaftlich genau hinguckt. Was darin aber steckt, ist, dass wir die dominante Kraft der Veränderung sind. Das ist der entscheidende Unterschied. Und das wird gerade wissenschaftlich untersucht. Das ist ja keine spleenige Idee, sondern es ist eine wissenschaftliche Hypothese. Und Geologen gehen gerade ganz akribisch und nach ganz harten Regeln an die Beantwortung der Frage: Sind wir so stark als Kraft geworden, dass es sich eben vor dem Hintergrund aller anderen Prozesse in der Natur abhebt und unterscheidet und diesen Namen verdient? Jetzt ist da natürlich eine gewisse Nähe drin von dem Anthropozän, aber das ist nur auf der Klangebene quasi zum Anthropozentrischen, worauf hier auch hingedeutet wird, dass wir uns selbst überhöhen oder dass wir größenwahnsinnig sind. Ja, diese Gefahr steckt, aber da brauchen wir eigentlich keinen Anthropozän-Begriff zu. Diesen Größenwahn, den erleben wir täglich, wenn wir eben seit Jahrzehnten jetzt wohl wissend, was wir mit unserem, und völlig richtiger Hinweis, wir gefährden am meisten uns selbst. Das Klima an sich braucht keinen Schutz. Wir brauchen Schutz vor unwirtlichem Klima. Ja? Wir wissen das alles und trotzdem blasen wir noch immer diese Milliarden Tonnen CO2 in die Luft. Wir wissen, dass unsere Lebensmittel eben entstanden sind aus der biologischen Vielfalt der Erde und rasieren die trotzdem weiter ab, indem wir Palmölplantagen anlegen und sonst was. Und insofern steckt im Anthropozän erstmal die Anerkenntnis drin, dass wir auf negative Art größenwahnsinnig sind. Ganz wichtiger Hinweis. Und dann geht es um die Frage, was jetzt? Sagen wir jetzt einfach Ende der Welt? Wie man es so aus der Ökoszene auch kennt, die Apokalypse ist nahe. Oder entwickeln wir die Fähigkeit, durch diese Zukunfts-, durch diese Weltuntergangsfantasien durchzudenken und zu sagen, wie sollte sich unsere Zivilisation denn entwickeln, damit dieses Anthropozän etwas wird, wo der Mensch eben nicht sich selbst zerstört
und eben eine drum den Gedanken der Kulturlandschaft, der ist doch gut. Der zeigt auch, dass wir Menschen Artenreichtum eigentlich schaffen und erhalten können. Wie können wir eine globale Kulturlandschaft entstehen lassen, in der alle einen Platz haben? Aber nochmal der Gedanke des Größenwahns, der Hybris. Ist es nicht so, dass unter dieser Flagge Anthropozän auch Leute segeln, die damit im Sinn haben, hurra, also jetzt werden wir erst wirklich eine neue Welt schaffen und zwar eben auch mit großtechnologischen Eingriffen, dass man zum Beispiel Fantasien hat, dass man die Sonneneinstrahlung künstlich bremsen kann, solche Dinge. Also die Diskussion ist sicher sehr vielfältig und das ist ja auch gut so, weil das Anthropozän soll jetzt ja keine neue Doktrin oder sowas werden oder irgendwie allen Menschen einen Lebensstil vorschreiben. Das wäre ja eine schreckliche Vorstellung, auch so eine Art Ökodiktatur, wo allen irgendwie gesagt wird, was sie jetzt zu tun haben, fände ich eine fürchterliche Vorstellung. Es geht schon um Vielfalt, auch Ideenvielfalt und letztlich ist Anthropozän eine Einladung zu so einer vielfältigen Debatte. Und da gibt es sicher, aber das sind ehrlich gesagt wenige, die zum Beispiel diese Idee der künstlichen Kühlung der Erde verfolgen. Manche tun das aus so einem Größenwahn heraus, andere aber aus einer unglaublichen Angst, dass uns der Klimawandel komplett um die Ohren fliegt und es eben nicht rechtzeitig gelingt, ihn abzubremsen, abzumildern und dass man dann so eine Art Notfalllösung parat haben müsste. Ja. Es gibt aber auch eine kleine Szene, die da eben solche wirklich Herrschaftsfantasien entwickelt. Und dann gibt es eine Szene, die finde ich auch sehr interessant, die spricht davon, dass wir heute eben mit Hilfe der Technologie eigentlich in der Lage sein sollten, uns von der Natur zu entkoppeln. Dass wir also so quasi so Refugien schaffen, wo komplett technisch regiert wird. So Städte, die sich selbst versorgen können und die dann letztlich eben getrennt von Natur existieren können, wo das Fleisch in Labors heranwächst und sonst was. Mhm. Die haben dann aber auch zum Ziel, dass dadurch wieder neue große Wildnisflächen entstehen können. Also die verkaufen dann sozusagen solche Brutalo-Techniklösungen mit dem Ziel, wieder Raum zu schaffen auf der Erde für neue Wildnisgebiete. Also Sie sehen schon, es ist eine unglaublich bunte Landschaft und die haben wir ja auch am Anthropozän-Projekt am Haus der Kultur in der Welt und jetzt im Deutschen Museum in der Ausstellung darzustellen versucht, weil es wirklich eine Einladung ist, genau solche Zukunftsszenarien zu entwickeln und nicht in so einen Fatalismus zu verfallen nach dem Motto, es ist sowieso alles zu spät. Ja, das müssen wir unbedingt besprechen. Warum Sie ein so großer Gegner, naja, Fatalismus hat niemals eine gute Wirkung, aber von katastrophischer Stimmung sind. Ich glaube, wir brauchen schon ein Bewusstsein von Katastrophenmöglichkeiten und ich finde gerade, also mein Zeitempfinden jetzt ist, dass wir in den letzten 2 Jahren in so eine Art Science Fiction rein katapultiert wurden, wo ganz viele Dinge passieren, die eben sehr negative Zukunftsszenarien vor 20, 30 Jahren noch gezeigt haben. Ja. Aber was kann uns denn dabei stärken, uns besser zu verhalten? Was kann Menschen dazu bringen, sich im Alltag bei ihrem Konsum, bei dann auch Politiker zum Beispiel oder Wirtschaftslenker, sich anders zu verhalten, bessere Entscheidungen zu fällen, doch nicht dieses Kurzzeitdenken nach dem Motto, es ist sowieso bald Schluss. Das haben wir ja schon in der Wirtschaft, wo die Manager nur ans nächste Quartal denken. Ich finde, wir brauchen das nicht auch noch in der Umweltdiskussion nach dem Motto, in 20 Jahren haben wir uns selber ausgerottet, sondern ich glaube, es braucht eine eben offene, szenarienartige Zukunftsdiskussion. Und eine, die aktiviert, nicht eine, die mich vor so eine große Welle von Problemen stellt, dass ich sage, ich kann eigentlich nur noch an mich denken und gucken, dass ich überlebe. Ich war kürzlich in einer Diskussion, wo am Ende ein angesehener Soziologe gesagt hat, ja, man müsste seinen Kindern beibringen, wie man mit der Kalaschnikow umgeht. Ich bin wirklich zusammengezuckt und habe mir gedacht, nein, das kann doch nicht die Antwort auf unsere Welt von heute sein. Die Antwort muss doch sein, wir müssen unseren Kindern Sozialverhalten beibringen, die Wahrnehmung der Natur beibringen, Umgang mit Technik beibringen, sie fähig machen, mit digitaler Technik mündig umzugehen und vieles mehr. Also ich bin einfach ein Mensch, der versucht, konstruktiv zu denken. Und ich habe in meinem Leben schon genug Weltuntergangsstimmung erlebt. Ich bin am Eisernen Vorhang groß geworden, im Schatten dieser Atombomben gefahren und sonst wie. Und das haben wir zum Glück geschafft, das zu vermeiden. Angst und dann aus Angst resultiert einfach Angststarre. Und die, glaube ich, wird uns nicht helfen. Ja, deswegen heißt auch Ihr letztes Kapitel in dem Buch nicht Weltuntergang, sondern Weltaufgang.
Ja, das ist die anthropozäne Erkenntnis. Da geht es ja nicht nur um eine Zeitdiagnose, was es alles für grausame und schlimme und gefährliche und gewalttätige Umweltgefahren gibt, sondern es geht beim Anthropozän darum zu erkennen, dass wir diese tiefe Zukunft heute schon gestalten, dass wir heute schon quasi Nachrichten in die Zukunft senden, dass wir zum Beispiel in Form dieses horrenden Atommülls noch in 100, 200.000 Jahren quasi messbar sein werden und sicher die Menschen dann nicht dankbar dafür sein werden, dass wir ihnen diesen Dreck hinterlassen haben. Und so sollten wir auch anfangen, wirklich, das geht bei der Autofahrt los. Und ich meine, wenn man eben von 500 Kilometer Stau jetzt hört, dann werde ich natürlich schon wieder pessimistisch, weil ich mir denke, warum machen die Leute das überhaupt noch? Das ist doch eigentlich ein 80er-Jahre-Problem, dass zu viele Autos unterwegs sind und so. Warum ist das nicht schon längst gelöst mit einer wirklich intelligenten Mobilität? Ja. Aber es geht einfach darum, den Blick in diese Zukunft zu werfen und zu sagen, wie kann ich mich heute verhalten, damit dort ein freundlicherer Umgang von Menschen untereinander und von Mensch mit anderen Lebewesen auf der Welt möglich wird. Wissen Sie, ich habe Anfang der Woche in der Redezeit mit einem bekannten Primatenforscher geredet, mit Volker Sommer, der in vielen Gebieten dieser Welt unterwegs war und zusehen kann, wie die Lebensräume von Primaten immer weiter schwinden. Und dann habe ich ihm auch diese Pessimismusfrage gestellt und er hat gesagt, er hat das für sich durchgearbeitet. Er war eine Zeit lang sehr pessimistisch und heute versucht er sich an die Haltung von Camus aus der Pest zu halten. Ja, also dass man einfach, auch wenn es keine gute Lösung am Ende geben wird, dass man einfach das tut, was zu tun ist. Ist das im weitesten Sinne mit Ihrer Idee? Ja, absolut. Also vom Anthropozän, ich glaube, es geht eben nicht darum, irgendwelche Probleme von heute zu verharmlosen, indem man sagt, es muss doch besser möglich sein. Aber was wäre das denn für eine Horrorvorstellung, wenn man sagt, Anthropozän und gut, das sind zwei Wörter, die sind wie Feuer und Wasser, die passen einfach nicht zusammen. Das hieße doch, dass nicht nur wir heute, sondern eben auch unsere Kinder und Kindeskinder quasi jetzt per Definition schon dazu verurteilt sind, in so einer schrecklichen, verarmten, gestressten, gewalttätigen Welt zu leben. Und das wollen, glaube ich, diese Angststarre, das wollen natürlich die, die von den heutigen ausbeuterischen Prozessen leben, die wollen ja, dass die anderen Kräfte in so einer Angststarre sind. Und ich glaube, dass es eben da so eine Camus'sche Haltung genau das Richtige ist, trotzdem immer zu sagen, wie kann ich mit meiner eigenen Haltung, zum Beispiel ganz persönlichen Entscheidungen, im Umgang mit Reisen, im Umgang mit Ernährung und so weiter und so fort, wie kann ich da zum Ausdruck bringen, auf was für eine Erde ich eigentlich leben möchte. Aber wenn man akzeptiert, dass der Mensch die prägende Kraft auf dieser Erde ist und dass das für zehntausende Jahre, vielleicht sogar für hunderttausende Jahre prägend sein wird, gehört dann dazu auch der Gedanke, dass man zum Beispiel einem Primatenforscher sagt, ja, die Arten, die jetzt alle aussterben, die werden irgendwann durch menschliche Technologien wieder neu belebt, durch Klonen oder wie auch immer das gehen kann? Ja, das darf natürlich nicht dazu führen, dass man dann sagt, ja, ist doch, dann ist es doch egal. Genauso wie die Idee, man könnte das Klima künstlich abkühlen, nicht dazu führen darf, dass man sagt, jetzt können wir doch wunderbar wieder CO2 in die Luft blasen. Natürlich ist es interessant, wenn Biologen solche Fähigkeiten entwickeln, dass man Arten rekreieren kann. Dann geht es natürlich um die Frage, was heißt das denn? Weil da greifen wir ja in die Evolution ein. Ne? Aber daraus muss eben erstmal, das muss alles ausgehen von einem Gedanken der Vorsicht und der Verantwortung. Und eben dessen, dass wir die Welt nicht als Maschine begreifen, die man beliebig auseinander und wieder zusammenbauen kann, sondern als Gemeinschaft von Lebewesen mit einer subjektiven Perspektive. Und ich glaube, das ist für mich so die große Richtung, in die das Anthropozän, die Anthropozän-Idee uns bringt, dass wir diese Lebendigkeit, eben diesen Humboldtschen Weltorganismus wirklich ins Zentrum auch von Wirtschaftsregeln stellen und auch eben von einer Weltsicht, letztlich auch philosophischen Weltsicht, die diese Vielfalt von Subjektivität zugrunde hat und nicht, dass die Erde eine Maschine ist und kein Bewusstsein hat und also als die Lebewesen kein Bewusstsein haben und so alles, was uns die heutige Misere beschert hat. Menschenzeit, wie wir heute die Welt von morgen erschaffen, heißt das Buch von Christian Schwägerl. Und erschienen ist es bei Goldmann. Herzlichen Dank für diesen Abend, Herr Schwägerl.
Danke Ihnen. Das Philosophische Radio gibt es zum Nachhören, wie gewohnt, auf wdr5.de. Machen Sie bitte auch andere Weltretter auf die Gedanken des heutigen Abends aufmerksam. Sie können ja den Link einfach weiterschicken zur Sendung. Nächsten Freitag, ich habe es schon gesagt, meldet sich das Philosophische Radio live vom Festival Phil Cologne. Dann geht es darum, wie wir der schwächelnden Demokratie, von der sich viele desinteressiert abwenden, neuen Schwung verleihen können. Es gibt keine Karten mehr dazu, aber das Radio, wie gewohnt, nächsten Freitag. Und am Samstag, den 21. Mai, der große Abend der Utopien. Thomas Morus feiert 500. Geburtstag mit seiner Vision von der Insel Utopia. Und wir wollen gucken, was wir heute damit anfangen können, wo wir doch meinen, immer nur auf Sicht fahren zu können. Keine Utopie nirgends. Karten auf philcologne.de oder im Vorverkauf. Und nun, danke fürs Zuhören und grübeln Sie nicht zu viel. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.